Willkommen in Bad Wörishofen. Hier wollen meine Lockvögel Anja und Magdalena zusammen mit ihrer Freundin Anna ein Wellnesswochenende verbringen. Der Kurort in Bayern hat ein schönes Freibad und da sollen heute Wünsche wahr werden. Auch der von meinem Lockvogel Michael Kessler. Es ist lange her, dass ich von Verstehen Sie Spaß reingelegt wurde. Aber heute darf ich Anna in Bad Wörishofen reinlegen als Lockvogel. Und darauf freue ich mich. Sehen Sie Michael Kessler in einer Doppelrolle. Nicht nur als Bademeister, sondern auch als Bürgermeister. Im Freibad wurde in letzter Zeit immer wieder nachts eingebrochen. Das werden wir zumindest später behaupten. Dabei wurde zum Beispiel das Wasser im Becken grün gefärbt. Sauerei! Findet nicht nur der Bademeister, der hier über allem wacht. Seinen Platz mit bestem Blick auf die Schwimmbecken übernimmt Michael Kessler. Und jetzt geht's ab ins Freibad. Ich freue mich. Und nicht vom Beckenrand springen. Während die Nacht über dem Schwimmbad hereinbricht, sprechen die drei in der Hotelbar über Annas Löffelliste. Die Dinge, die sie erledigen will, ehe sie den Löffel abgibt. Und man beschließt, ein Wunsch wird heute abgehakt. Michael Kessler sitzt schon oben auf dem Bademeisterplatz. Licht aus, es kann losgehen. Denn Annas Wunsch auf der Löffelliste heißt, einmal nachts in einem Freibad einbrechen und heimlich schwimmen gehen. Mit Taschenlampen bewaffnet, krabbeln die drei am Nebeneingang unter dem Drehkreuz durch. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen, aber das ist Anna egal. Sie will ihr kleines Abenteuer. Nur wird das leider sehr viel abenteuerlicher, als sie es sich überhaupt vorstellen kann. Nachts allein im Bad, das ist sowieso schon ein bisschen aufregend. Aber Michael Kessler oben im Bademeisterhäuschen hat ein eigenes Arsenal an Möglichkeiten, um Annas Puls mal so richtig nach oben zu treiben. Nachts, allein, im Bad und gleich geht's los. Achtung, Achtung! Hier spricht der Bademeister des Freibads der Stadt Bad Wörishofen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Komm da rein! Komm da rein! Mein armer Scheiß mit euch mit! So! Habe ich euch endlich erwischt? Seit Wochen breche ich hier ein ins Freibad. Aber jetzt ist Feierabend. Was machen wir jetzt? Sie bleiben jetzt da, ich rufe jetzt die Polizei. Alter, die Polizei, ihr wisst, was das heißt. Die denken, wir wären hier irgendwelche Einbrecher, die hier seit Wochen herkommen oder so. Schuld ist Anna, war schließlich ihre Löffelliste. Einmal spontan. Ja, einmal spontan, super spontan. Was heißt hier spontan? Anna, sag was. Seit Wochen brechen Sie hier ein. Anna, sag was. Was machen wir? Der Bademeister scheint nicht ganz sauber zu ticken. So, die Polizei ist verständigt. Michael hat langsam Spaß an der Nummer. Oh Gott. So, bevor ihr abhaut oder flüchtet, lasse ich jetzt die Hunde raus zur Sicherheit. Was? Hunde? Richtige Wachhunde? Nee. Komm, also, komm, auf geht's. Geh mal zum Becken. Geh mal zum Becken. Nein. Oh. Ein bisschen weit weg, oder? Hoffe ich. Das Gebell kommt näher, aber nur, weil wir die Lautsprecherbox näher ranschieben. Und die Polizei ist auch schon im Anmarsch. Hey, ich hab echt Angst. Anna ist noch ein bisschen zu cool. Aber der durchgeknallte Bademeister hat noch was vorbereitet. Warum? Wir haben hier eine Selbstschussanlage auch auf dem Gelände. Ich wäre verdammt vorsichtig. Was hat er? Eine Selbstschussanlage auf dem Gelände. Probezündung!
möchte jetzt, dass ihr euch entschuldigt, jeder hintereinander, laut und deutlich, für die Schweinerei. Entschuldigung. Ich höre nichts. Entschuldigung. Entschuldigung, lieber Bademeister, wir werden das nie wieder tun. Das klingt besser. Entschuldigung, lieber Bademeister, wir werden das nie wieder tun. Ich nicht lachen. Haben Sie das gehört? Ja. Wie alt seid ihr? 20. 20 und 21. Ja, und schon das ganze Leben versaut. Polizei ist gleich da. Wir haben Sie! Wir haben Sie! Hier ist die Polizei. Was machen Sie da? Hallo. Guten Abend. Es tut uns furchtbar leid, was wir hier gemacht haben. Was tut Ihnen leid? Dass wir einfach... Wir haben überhaupt nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und ja, das war bei den letzten 20 Mal genau das Gleiche, ne? Ja, das verstehen wir auch und das tut uns auch so leid. Und so, aber jetzt haben wir sie. Ja, steigen Sie mal raus, kommen Sie mal raus. Nehmen Sie mit! Ja, das werden wir auch, ja. Einsperren, für immer! Kommen Sie, ja, da hängen Sie da, oder? Nee. Ja, das kommen Sie mal her, stellen Sie sich hier schön in Reihe und Glied auf. Ich möchte mir das mal anschauen. Wie heißen Sie? Ich heiße Mönchestätten. Gibt es sonst... Runter! Wer schießt denn hier? Der Bademeister. Der Fall auch schon. Der Bademeister schießt hier rum. Hey, der übertreibt aber heute auch wieder ein bisschen. Ja, ich glaube, der hat die Munition, aber jetzt verschossen. Also, der ist schon ein bisschen blöd im Kopf, oder? Ja, ein bisschen ist gut. Okay, das reicht dann aber auch. Erstmal. Die drei ziehen die Schuhe an und werden dann im Gänsemarsch abgeführt zur nächsten Überraschung. Hier als kleinere ganz vorweg. So, und jetzt verwandelt sich der Bademeister in den Bürgermeister. Und der gibt dem Affen nochmal richtig Zucker. Dass man den notorischen Schwimmbad-Einbrechern heute aufgelauert hat, ist Anna inzwischen klar geworden. So. Da haben wir die Schuldigen. Deshalb warten auch aufgebrachte Bürger vor dem Schwimmbad auf die Täterinnen. Bitte hier hinstellen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, darf ich Ihnen präsentieren, die drei Täterinnen, die mir jetzt dingfest gemacht haben. Wir sind zutiefst betroffen. Das darf ich an dieser Stelle einmal ganz eindeutig sagen. Hier stehen Kinder, die geweint haben damals, als sie in das Freibad wollten und nicht rein konnten, weil das Freibad wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war von den Schweinereien, die diese da begangen haben. Was möchten Sie? Ja, Sie dürfen sehr gern was sagen. Also wir sind drei Mädels aus Baden-Württemberg, die nur übers Wochenende hier sind und wirklich mit diesen Sauereien davor nie was zu tun haben. Also nie was. Das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen, aber die Ermittlungen, das lassen wir die Fachmänner machen von der Polizei, die werden das schon rausfinden. Warum haben Sie das getan? Das war einfach eine total dumme Aktion und... Ich glaube, wir haben heute Abend die Täter gefasst, das ist meine Meinung. Die Bilder werden live übertragen. Ich möchte auch an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken bei den Kollegen hier vom Lokalfernsehen und vom Bayerischen Rundfunk. Die haben wir für extra hier heute Abend bestellt. Die sind ganz spontan vorbeigekommen, weil es ihnen ein großes Anliegen ist. Und diese Bilder werden nicht nur im Internet gestreamt, die kommen nicht nur im Bayerischen Rundfunk, diese Bilder werden auch zu sehen sein. Das kann ich an dieser Stelle schon einmal sagen, meine Damen und Herren. Am Samstagabend um 20.15 Uhr in der ARD. Bei Verstehen Sie Spaß.